Türkische Bodentruppen sind in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert. Das bestätigte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu rückten die Soldaten mit Unterstützung der Freien Syrischen Armee vor. Die Türkei hatte bereits eine groß angelegte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Dabei bombardierten türkische Kampfflugzeuge übereinstimmenden Berichten zufolge Stellungen der YPG.